Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu neuen Vinyl-Unboxing hier auf Potters Bluff Reviews. Heute gibt es was ganz Besonderes, und zwar den Robocop-Soundtrack neu aufgelegt von Milan Records. Ihr seht schon, ein shiny Motherfucker nennt man das in der Fachsprache. Deswegen habe ich auch meine besonderen Handschuhe angezogen. Ein toller Score von Basil. Wie heißt der nochmal genau? Basil Poliduris, kann ich noch nie richtig aussprechen. Der hat schon auch Soundtracks gemacht zum anderen Verhoeven-Film, zum Beispiel Fleisch und Blut. Und natürlich auch zu Sachen wie zum Beispiel Jagd auf Rote Oktober. Ja, ein klassischer Komponist. Sehr toller Score, hier mit einem richtig, richtig schönen Design hier von der Nicholas Winding Refn-Serie, der einige tolle Soundtracks produziert aus dem Milan-Katalog. Sieht schon, das Teil ist wirklich der Hammer, das Artwork ist wirklich Bombe. Hier mit die Spine, ebenso glänzend, kann man kaum was erkennen. Und die Rückseite hier mit dem tollen, ja, hier muss man echt auf Fingerabdrücke aufpassen, einen tollen Logo hier, wie der Robocop OCP zersticht. Hier haben wir zwei Platten, A- und B-Seite hier. Und hier C und D. Das Drive, die Drive-Montage ist, glaube ich, der geilste Track auf dem ganzen Album. Und hier ist das unschlagbare Gatefold. Hier ist nämlich Delta Sitter aufgelistet. Das ist genau das exakte Replikat des Bildes aus dem Film, das Werbeschild, auf dem OCP natürlich die neue Stadt Delta City auf dem alten Detroit aufbauen will. OCP kennt man ja aus dem Film Omni Consumer Products. Der Film ist ja auch total genial, ist ja total satirisch auch, was gleich viele gar nicht checken. Und richtig brutal. Einer von Verhoevens besten, möchte ich behaupten. Und Nicholas Winding Refn ist ja auch ein riesen Fan davon. Hier sind die Platten mit bedruckten Inner Sleeves mit dem OCP-Logo. Und die Platten haben eine Silberfarbe hier, wie ihr seht. Richtig cool, als ob so verlaufen ist. Metall eben. Richtig toll, passt auch zum Gesamteindruck des Artworks. Und die A- und B-Seite sieht genauso aus. Wie gesagt, ich finde Robocop hier, das ist eines der schönsten Releases der letzten Zeit. Und ich habe einen Anwärter auf den geilsten Release des Jahres. Ich finde, dieses Cover ist wirklich einfach genial, wie das Logo so aus dem Kopf rauskommt hier und Peter Weller und ach, genial. Richtig geil, ich gehe mir ins Detail nochmal. Richtig cool. Shiny Motherfucker, sag ich nur. Ja, hier ist schon wieder Fingerabdrücke, muss echt aufpassen. Da muss man drüber wischen die ganze Zeit. Deswegen habe ich den auch in der Schutzhülle drin. Ja, das war's zum Robocop-Soundtrack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich finde, es ist ein wunderschönes Release. Holt es euch, solange es noch gibt. Etwas teurer, aber ihr seht, ihr bekommt super Qualität. Die Pappe ist auch richtig, richtig dick. Ja, das war's von mir. Lasst mir einen Daumen nach oben da. So, aber nicht nach unten, sondern nach oben. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut euch auf jeden Fall Robocop mal wieder an. Geht ins Kino und habt ein schönes Leben. Macht's gut.